Was könnten wir denn nochmal machen? Ich schaue mir gerade nach, ob wir den Industrial Grinder schon schaffen würden. Der war ein Pump. Noch ein Electrolyzer. Grind. Schauen wir mal, wie weit wir den schon mal hinkriegen. Gut, wir brauchen für den Grinder. Ah. Was braucht man? Nee, was? Da war da noch die Pumpe von BC Factory. Da. Das ist ein Tank. Haben wir. Wieder die falsche Pumpe. Wir brauchen noch einen Mining Well. Und zwei Sticks noch. Pickaxe rein. Ich liebe dieses Zimmer. Immer das Rezept, was man gerade braucht, kommt noch nicht. Gut. Ach, da war noch Holz drin. Bäh. Steak noch da. Da ist noch Koppel drin. Jo, reicht. Und wir brauchen Iron. So. Iron jetzt so hin. Nee, das ist Zinnober, da braucht man das nicht. Ein Redstone. Ein Redstone dahin und wo ist die? Da ist die Pickaxe und wir haben auch den Mining Well. Hätte natürlich auch gerade da lassen können, aber nein, so schlau ist er doch schon nicht. Und den Mining Well. Also Aluminium Nugget. Gut, Pump haben wir. Electrolyzer machen wir zum Schluss. Wir brauchen. Oh, Dear Dust. Industrial Diamond. Interessant. Wir brauchen Compressed Coal Balls. Brauchen wir 8 Stück. Also 16. Haben wir Flint hier? Jawohl. Jawohl. Lob. Geht das auch hier? Jo. 16 Coal Powder. Coach Balls. Das war dann nur noch Obsidian und den im Kompressor. Sehr gut. Jut, das erleichtert das Ganze schon mal um einiges. Ah ja, das Uran. Den Uran, das den wir mal bekommen, hatte ich ja in den Kompressor geworfen. Wir schmelzen ihn sofort, weil wir den ja jetzt für den Reaktor da unten gebrauchen können. Vorher hatte ich gedacht, ja komm, schmeißen wir das einfach in den Kompressor und ist gut, haben wir was. Ich kann euch dafür nochmal gerade ein kleines Rezept zeigen, wenn ihr auf Uranium geht. Ihr könnt das Uranium-238, was ihr ja im Kompressor erhaltet, könnt ihr ganz einfach zu einem Block machen und den Block könnt ihr dann einfach wieder schmelzen und ihr kriegt neue Uranbarren. So haben wir es gemacht. Einfachste. Jod. Wie weit ist der? Ach du Scheiße. Jod. Nein, das wollen wir doch nicht da rein. So, hier gibt es jetzt auch nochmal eine Änderung. Wir hatten hier vorher den Tank hier zum Boiler Tank angeschlossen, dass hier ganze Team hier reinkommt. Haben wir jetzt geändert auf Rat von Butzer und Baker Man. Der Steam geht jetzt sofort in die Engines und die Engines betreiben jetzt hier die Maschinen und gleichzeitig diesen Lava Fabricator von Mine Factory Reloaded. Der produziert, wenn er genug Energie hat, sei es EU, MJ oder Redstone Flux. Ja, Redstone Flux und MJ sind das gleiche, ich weiß. Produziert der Lava. Nicht so wenig, wenn ich behaupten will. 1024 Buckets.
Ja. Ach du Scheiße, da braucht er noch ewig. Dann fällt mir gerade was ein. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass es im Let's Play momentan viel zu wenig Trolls gibt. Ich habe da mal sowas vorbereitet. Muss ich nur noch ein Schild machen oder haben wir noch eins da? Jo, haben wir keins mehr da. Mache ich mir gerade eins. So. Eins rein. Und zwar haben wir ja hier so einen schönen Holler-Alarm gemacht. Und einen Lever. Schauen wir uns den Holler-Alarm mal an. Rezept zeige ich mal gerade. Ist recht günstig. Drei Notblöcke, vier Eisen, Redstone und ein Circuit. Da kann man hier die Range anzeigen. Lassen wir mal auf 64. Der braucht halt irgendein Redstone-Signal und macht Lärm. Kann man nochmal auf Sci-Fi stellen. Würde ich sagen, ist auch perfekt, um jemanden schön auf die Nerven zu gehen. Und mir fällt da schon mal eine ein. Gehen wir auf den Portable Teleporter, setzen auf die 2. Und wo sind wir? Jetzt sind wir hier gerade beim Street Digger. Hier ist er, glaube ich, oft, oder? Machen wir das mal schön hier unten rein. Oder auch nicht. Ich will jetzt aber auch nicht so viel spoilern bei ihm. Mal gucken, ob er es da findet. An dieser Stelle, Street sollte es sich geärgert haben. Sorry, es musste einfach mal sein. Aber ich habe ja nichts kaputt gemacht oder so. Also, bitte verzeih es mir. Darf sich auch gerne rächen. Gut, dann porten wir uns mal schnell zurück. ja. Ich bin wieder da. Okay. Gut. Kompressor. Oh, siehste, hat auch gereicht. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich gleich noch ein bisschen was ins Forum schreiben soll. Oder. Nee, ich lasse ihn einfach mal. Ein Cold Chunk haben wir. Und hier sollte nicht im Furnace. Der Cold Chunk wird jetzt eigentlich auch nochmal kompresst. So, jetzt sind wir wieder beim Industrial Grinder. Grinder. Wir brauchen nämlich für die Diamond Grinder noch Diamond Dust. So, zwei Dias. Zwei Industrial Diamonds haben wir. Jeden Moment, dauert noch. Also wer irgendwann mal zu viel Obsidian hat und zu viel Flint und so und Dias braucht, gute Alternative. So, wir brauchen jetzt wie viel? Vier Diamants, also 8. Ne? Wenn man hier mal so schaut auf das Rezept, das war das Falsche. Aus einem Rezept kriegt man zwei Grinder raus, zwei Grinder-Heads. Wo haben wir den Crusher? Das ist Melting. Da ist Crushing. Na.
So, haben wir gleich alles. Gut. Sauber. Hier aber auch noch schön auch. Steel Plates. Und hier Industrial Diamonds. Eins, zwei. So, jetzt brauchen wir noch eine Steel Hull, die machen wir auch noch gerade. Oh, das reicht schon gar nicht mehr. Ich wurde mal kurz angestoppt. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Wir sehen uns gleich.